Ja, servus, willkommen zu einem neuen Video, Juggling with Everything. Ich habe von dem Wesley Crusher einen super Vorschlag bekommen, den ich auch jetzt umsetzen möchte. Ich probiere es mal, ob es geht, ich habe es noch nicht getestet. Das macht man wie jedes Mal hier das erste Mal mit euch zusammen. Übrigens, by the way, geiler Nickname. Kommt aus meiner Lieblingsserie, also Wesley Crusher. Kommt aus Big Bang, vermutlich. Also zumindest nach dem Bild hast du auch den Namen dort. Richtig guter Benutzername, hat mir echt gefallen. Vor allem, weil ich großer Big Bang-Fan bin. Für alle, die es nicht wissen, ich blende mal kurz den Ausschnitt ein, damit ihr wisst, um was es geht, warum dieser Name aus der Big Bang-Theorie kommt. Ja. Aufgepasst, Mitbowler! Ich habe mir die Freiheit genommen, diese hier für unser Rückspiel anfertigen zu lassen. Die Wesley Crushers? Nein, nicht die Wesley Crushers, die Wesley Crushers. Verstehe ich nicht. Wesley Crusher war Will Wheatons Rolle in Star Trek. Verstehe ich trotzdem nicht. Das ist ein Genitivus Objektivus. Indem wir seinem Rollennamen ein S hinzufügen, implizieren wir, dass wir die Crusher von Wesley sind. Also die, die ihn platt machen. Das tut mir jetzt leid, Schätzchen, aber die Wesley Crushers hört sich so an, als wären wir der Fanclub von Wesley Crusher. Aber nein, wie gesagt, das heißt nicht die Wesley Crushers, sondern die Wesley Crushers. Nein, wenn du damit sagen willst, dass du Wesley platt machen willst, dann wären es die Wesley Crushers. Ja, eigentlich, was ihr da von euch gibt, es heißt nicht die Wesley Crushers, es heißt nicht die Wesley Crushers, es heißt die Wesley Crushers. Sieh mal da, sie haben ihr Team nach mir benannt. Nein, es heißt nicht. Vergesst es. Ja, ist ein geiler Name und auch der Vorschlag war super. Jonglieren mit Donuts und das probiere ich jetzt. Ja, ich habe hier jetzt 3 Schokodonuts und jetzt schauen wir mal, ob die sich einigermaßen jonglieren lassen. Ja, sieht einigermaßen, hoffe ich, nach Jonglage aus. Eindeutig zu wenig Schokolade drauf. Die sind viel zu leicht zum Jonglieren. Aber doch, wenn noch etwas unkoordiniert, lassen sie sich dann doch jonglieren. Also, ich würde sagen, es erfüllt den Zweck, es lässt sich jonglieren. Gut, weiß vielleicht nicht der ursprüngliche Zweck von so Donuts, aber ja, ich glaube, den ursprünglichen Zweck erfüllen sie auch. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig mir das doch mit einem Daumen nach oben. Teile das Video mit deinen Freunden. Und um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, darfst du mich gerne auch abonnieren.